Herzlich willkommen auf meinem Kanal SKPlay87 hier auf der wunderschönen Holzer Map. So, wir sind jetzt gerade am Schwader anhängen. Und zwar wollen wir jetzt die nächsten paar Stunden hier ein bisschen schwadern, beziehungsweise in der nächsten Folge bei uns jetzt mal grob gesagt. So, einmal bitte anschließen. Zack, zack. So funktioniert es. Habt ihr gesehen? So, dann fahren wir hier noch ein bisschen ja, zurück. Oh, halt. Fahren wir lieber so zurück, dass wir hier um die Kurve kommen. So. Gut, passt. Hier können wir aber wieder auf C stellen. Ich glaube, das sollte passen. Gut, dann fahren wir jetzt hier mal aufs Feld. Wir werden den einmal ausbreiten, den Schwader. Einmal anschalten. Einmal senken. Und dann gehen wir schon mal hier in die gute Heuernte. Sehr, sehr schön. Oh ja, natürlich hier noch umschalten auf den dritten Gang. War ja klar. Wir haben jetzt 7 Meter. Das wird uns definitiv reichen. Dann ist mir aufgefallen, ich habe mal 2, 3 alte Folgen von mir angeschaut. Und wir haben die andere Sämaschine gehabt. Da werden wir uns natürlich noch mal Gedanken machen und holen uns vielleicht dann doch noch mal die etwas größere Sämaschine, weil das war ja schon ja mehr am Verzweifeln als wir alles andere, was wir hier gemacht haben. So, jetzt muss ich nur mal ein bisschen aufpassen, dass ich hier keinen Unsinn mache, auch mit den Bäumen hier. Muss man, oh, die Rehe sprinten auch noch raus. Da muss man so ein bisschen Feingefühl jetzt hier haben. Und das haben wir natürlich. Das haben wir natürlich. Sehr schön. Ja. Und dann wie folgt wird es weitergehen. Und zwar werden wir dann hier erstmal die 3 Wiesen schwadern. Dann werden wir pressen. Dann werden wir uns Kühe kaufen. Wir haben Stroh, wir haben Nahrung, eigentlich sollte es klappen. Es sollte eigentlich keine Probleme geben, dass wir hier irgendwie in die Zwickmühle kommen. Das wollte ich ja von Anfang an vermeiden. Dann Sämaschine auf jeden Fall ändern, ganz klar. Dann müssen wir gucken wegen, oh ja, wegen Felder kaufen. Da muss ich nochmal gucken, ob wir einen Kredit nehmen können, dass wir da auf jeden Fall mal ein bisschen wirtschaftlicher, breiter, ja, gefächert sind, aufgestellt sind, würde ich jetzt mal benennen. So. Dann können wir hier gemütlich hier durchfahren. Ja, werden wir einfach mal hier das so mitnehmen. Ich weiß jetzt nicht, wenn ich hier auf den Strich fahre, sollte doch eigentlich funktionieren, gell? Ja, funktioniert auch. Es funktioniert auch. Sehr schön. So, jetzt immer schön Bahn für Bahn hier machen. Ist ein bisschen ja, zeitaufwendig, aber es rentiert sich auf jeden Fall. Vor allen Dingen, dass wir auch hier die Ballen machen. Und mit den 7 Meter kommen wir echt gut zurecht. Aber hier würde ich jetzt mal sagen, stoppen wir mal ganz kurz. Werden wir den hier hochklappen. Dass wir hier nicht immer jedes Mal immer eine andere Bahn haben. Hier werden wir das wieder senken. So, und los geht's, weiter geht's. Nicht los geht's, weiter geht's. Das glaube ich besser gesagt. Ja, die Gradzahl wird schon langsam höher. 21 Grad. Schon perfekt. Wir haben es jetzt immer noch leicht bewölkt.
Aber es wird sich, glaube ich, nachher schlagartig ändern, wenn wir dann hier fertig sind. So. Dann hier wieder rückwärts. Hier müssen wir auf jeden Fall mal schauen, dass wir hier eine schöne Bahn machen. War ich jetzt einfach mal hier wirklich knallhart hier rein. Sobald er gerade ist, werde ich denken und wird hier jetzt mal eine Bahn fahren, dass man hier ein bisschen auf den grünen Nenner kommen. So. Müssen wir natürlich gucken. Es ist jetzt ein bisschen wie machen wir es, wie machen wir es nicht. Also ich glaube, das ist auf jeden Fall falsch, wie wir es hier gerade machen. Ich glaube, wir fahren eher die runden Bahn weiter. Würde ich jetzt mal so spontan sagen. Weil ich glaube, da haben wir wirklich mehr davon. Aber sowas von mehr davon. Das sind wir auch einfach schneller unterwegs. Ja. Sehr schön. Vorfreude auf den LS25 ist natürlich mega da. Jetzt kommt eine Bombe nach der anderen raus. Das muss man natürlich wirklich mal zugeben. Also ich glaube, der LS25, der ist schon nah an der Perfektion dran. Also wirklich sehr, die haben wirklich sehr viele Features reingehauen. Viele Community-Wünsche und. Also da kann man wirklich nichts. Also ich glaube, die haben da wirklich keine Wünsche offen gelassen. Für niemanden. Also wirklich top. Also ich finde es sehr, sehr, sehr gut gelungen, was sie bis jetzt gemacht haben. Klar, man kann sich streiten, Wasserbüffel hin oder her. Aber das ist ja kein... Das ist ja kein... wie soll ich sagen? Ein... Jetzt bin ich ein bisschen weit gefahren und vor lauter Schreck ist mir gleich der Motor abgesoffen. Es ist ja kein so ein großes Ding, würde ich jetzt sagen. Wo ich sagen kann, oh, deswegen kaufe ich mir jetzt den LS25 nicht. Nur weil es jetzt Wasserbüffel oder Reis gibt. Ich finde diesen Reis auch. Ich finde ihn überhaupt nicht gut. Weder auch gut, sondern sonst noch irgendwas. Ich finde ihn gar nicht gut. Weil einfach hier in Deutschland, glaube ich, sehr wenig bewirtschaftet wird. Und genau das ist es immer. Was der Bauer nicht kennt, das pflanzt er nicht an. Oder? Sind wir doch mal ehrlich. Sind wir doch mal ehrlich, so ist es doch. So. Und da auf den grünen Nenner mit alle zu kommen, gut, das lasse ich liegen. Da wollen wir jetzt nicht noch mehr Unruhe hier in die Schwarz legen. Ja, habe ich jetzt einfach mal so erbunden. Weiß nicht, ob das stimmt. So, wo fahren wir denn hier lang? Hier, gut. Wenn wir mal hier senken. Und hier schön weitermachen. Ja, man sieht es ja, wenn man wirklich ein bisschen durchplant ist, dann klappt es hier auch alles. Ich glaube, wir sind immer so ein bisschen blauäugig manchmal hier reingegangen. So, schaut mal, wie das wunderbar funktioniert. Wenn wir uns wirklich auch mal an das halten, was wir auch wirklich wollen. So, ist jetzt alles ein bisschen... Aber das hat alles ein bisschen System, glaube ich, was wir hier machen. Nee, hat es natürlich nicht. Wir gucken einfach, dass wir jetzt hier gut durchkommen. So. Ah, es passt schon. Also wir werden am Ende auf jeden Fall unsere Ballen pressen können. Das ist natürlich klar. So. Dann wieder senken, haben wir gemacht. Okay, sehr gut.
Noch 3, 4 Bahnen, das sind wir hier schon fertig. Sehr, sehr, sehr schön. Ja, ich hoffe natürlich, dass wir jetzt noch die anderen 2, 3 Felder auch noch machen können. So, hier werden wir frühzeitig hochgehen. Frühzeitig runtergehen. Ja, gut. Ein bisschen Schwung hat man immer dabei. Aber jetzt haben wir nicht mehr viel. Vielleicht eine Bahn noch, allerhöchstens 2. Es sollte doch funktionieren hier. So, und hoch mit dir. Sehr schön. Ja, ein bisschen kreativ sein, ein bisschen. Ja, jetzt gehen wir hier noch einmal durch und das war's. Die kleine Fläche da drüben, ja, wobei, könnten wir noch mitnehmen. So. Oh, das klappt gerade so. Gehen wir jetzt schon mal runter. Ja, passt perfekt. So, jetzt fahren wir erstmal zum anderen Feld und machen da dann weiter. So. Wollen wir natürlich jetzt hier schon alles mitnehmen. Sehr schön. So, wir sind auf der zweiten Wiese endlich angekommen. Wir werden jetzt hier nochmal in C umschalten. Und wie wir sehen, sehen wir nichts. Ich fahre mal hier ganz vorsichtig rein. Werde aber jetzt hier mal GPS aktivieren. Wie kriege ich das weg? Wie kriege ich das weg? Hey, hallo. Ja, das war jetzt natürlich ein Satz mit X, das war wohl nichts. Da hätten wir. So. Sollen wir den mal hier so hinstellen? So. GPS ist an. Werden wir jetzt auch noch mal hier raufklicken und zwar so hier, zack, zack, werden wir plus Richtung A-Punkt setzen, passt. Halt, wir brauchen noch die richtige Größe, 7 Meter, genau. Und jetzt tun wir mal aktivieren. Halt, stopp. Alles mit der Ruhe, Junge, alles mit der Ruhe. Einmal ausbreiten. Feststellbremse können wir lösen. Runtersenken, anschalten und jetzt können wir starten hier. Können wir aber auch gleich in den dritten Gang reingehen. Ja, so sieht es schon mal sehr schön aus. Weil da können wir nämlich später ein bisschen taktisch vorgehen, gerade so noch die Kurve bekommen. So. Und am Ende dann ein Vorgewende, Nachgewende. Ich weiß gar nicht, ob es ein Nachgewende gibt. Das kann ich euch gar nicht sagen. Aber war das dann hier? Ja, das war dann schon hier. So. Und dann können wir hier nämlich starten. Und da haben wir nämlich ein paar schöne gerade Bahnen. Und dann lässt sich das später, wenn wir dann mit der Ballenpresse hier entlang waren, einfach viel besser bewirtschaften. Und was vielleicht auch noch ein kleiner Vorteil ist, das habe ich ja glaube ich schon in der letzten Folge 2, 3 Mal erwähnt, dass wir Glück haben, dass es hier so, ich sag mal, es ist hier, also das ist wirklich ein heißes Thema. So, dann nochmal zurückfahren. Also das mit dem Rückwärtsfahren, das müssen wir noch ein bisschen üben, aber wir haben es, glaube ich, ganz gut hinbekommen. So, werden jetzt hier aber senken und Gummi geben.
Eieiei, also wirklich, manchmal ist hier so ein bisschen der Wurm drin. Wobei ich aber sagen kann, und schaut mal, das haben wir wirklich also mega gut gemacht. Wir fahren jetzt hier die Bahn dann, denn hier die Bahn. Wobei ich müsste drüben auch eine fahren, glaube ich. Ich glaube, das ist noch nicht ganz fertig, das weiß ich leider jetzt nicht. So, hier wieder heben. Ah doch, wir sind vorn. Da, nee, doch, doch. Wir müssen hier gleich reinfahren. Ah, ich muss es unbedingt lernen. Erst hier senken, dann aktivieren. Weil jetzt können wir nämlich noch die andere Bahn schön fahren. Und das restliche können wir außen rum fahren. Praktisch ein Vorgewende, Nachgewende, was auch immer. Aber dann hätten wir hier jetzt schon mal die nächste Wiese auch schon fertig. Und das sogar richtig, richtig gut. Das ist, freut mich jetzt sehr. Den haben wir hoch. Ah, man muss aber ein bisschen hier, so, hier senken. Aktivieren. Sehr schön. Ja, das klappt doch alles. Das klappt doch alles wunderbar. So, jetzt bin ich mal gespannt, was jetzt so jeden Freitag, glaube ich, wird das herausgehauen mit den LS 25 News und so weiter. Aber wir lassen uns da jetzt nicht beirren. Wir fahren jetzt schön unsere Nachgewände. Hier können wir mal das Ding ausschalten. Wir machen zwei Nachgewände, so wie es aussieht. Vorgewände, Nachgewände, was auch immer. Ah, schau mal, wer sich da ein bisschen anstrengt. Die 7 Meter sind perfekt. Die sind für unsere Hofgröße wirklich sehr, sehr, sehr perfekt. Und wenn ein bisschen was liegen bleibt, hey, das ist normal. Da werden wir uns jetzt kein Bein rausreißen. Oh, hier müssen wir eh aufpassen. Wegen den Steinen. Da müssen wir eh aufpassen. Haben wir da eine Bahn vergessen? Nee. Das habe ich schon gedacht. Wir haben hier eine Bahn vergessen. So. Das Gemütliche wegmachen. Sehr schön, sehr schön. Ja, die andere Wiese werden wir höchstwahrscheinlich opfern für ein Feld, die was weiter weg ist, weil das wird ja dann länger wachsen und dann werden wir definitiv schauen. So, es ist natürlich hier richtig unwirtschaftlich. Wenn wir hier jedes Mal immer wieder hier entlang fahren. Aber es ist der letzte Ding, was wir machen. Dann fahren wir jetzt noch einmal rum hier. Aha, schau mal, weil das haben wir hier nämlich noch nicht. Zum Glück sind wir hier jetzt nochmal lang gefahren, gell? Hey, ja, 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 ja. Haben wir wieder so ein bisschen ein Gefühl gehabt. Aber können wir schon mal zusammenklappen. Oder? Schauen wir mal hier oben. Ja, das passt alles. Das lassen wir so. Es ist schon... Es ist sehr gut gemacht. Den haben wir zusammengeklappt. Jetzt fahren wir aufs nächste Feld. Rein in die gute Stube hier. Und dann wären wir schon fast so um, ja, um 10 Uhr anfangen in Game. Wir fangen aber hier hinten an, dass wir hier eine schöne Flucht nach innen haben. So. Ist eigentlich, glaube ich, total egal. Aber ich muss auf jeden Fall aufpassen, dass ich später hier nicht anfangen werde mit der Presse.
Halt. B. Denken. Jetzt geht's los hier. Ja. Dass ich später dann da nicht anfangen werde. Aber jetzt habe ich schon wieder den Fehler gemacht. Habe ich schon wieder hier außenrum angefangen. Eieieiei. Ich mache auch den Fehler die ganze Zeit immer wieder, gell? Naja, ist ja nicht schlimm. Fangen wir halt jetzt hier mal an. Und werden dann aber... hier unser GPS in diese Richtung reinhauen. Und zwar so hier. Einmal GPS anschalten. Wie machen wir das jetzt? Ach ja, genau. Und zwar hier in Richtung A-Punkt setzen. Passt es jetzt oder passt es nicht? Warum habe ich keine Linien hier? Verstehe ich jetzt nicht. Spurführung, zeige Linien. Sollte doch eigentlich passen. A-Punkt setzen. Hallo. Ah, jetzt. Aktivieren. Dann kommen wir nämlich hier. Ja, dann fahren wir einfach später. Hier das nochmal ab. Außenrum. Alles halb so wild. Wie gesagt, ist ja. Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Aber ich würde jetzt sagen, ich mache mal das Feld hier fertig. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge beim Pressen schon. Mega gut. Bis zur nächsten Folge wünsche ich euch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut, euer SKPlay87. Haut rein. Ciao.